Während der Beton aushärtet, halt mal, misst Marty die Sägemühle aus. Das größte Bauprojekt der Raineys überhaupt. Echt hoch. An was für Trucks arbeitest du? Den größten. Reicht das? Das wird nur der Anfang. Irgendwann hast du das Ding fertig. Stimmt. Wir wollen dir was hinstellen, mit dem du weiterarbeiten kannst. Matt und Marty planen einen 5x12-Meter-Bau, in den die LKW, Schleppkähne, Lader und Bagger passen, die Tyler repariert. Als wir hier aufgekreuzt sind, war gleich klar, dass wir diesmal Hilfe brauchen. Also kommen Miles Rainey, Owen Bird und Clint Morehouse dazu. Tyler hat mir gesagt, wie breit und vor allem hoch das Tor sein muss, damit hier alles reinpasst. Aber die Stahlstreben sind im Weg. Ich schneide sie raus, damit auch die fettesten LKW in die Werkstatt können. Die Dinger sind sauschwer. Aber von der Länge her sind das tolle Zaunpfosten. Der Stahl ist perfekt für meinen Zaun, weil er nichts kostet. Er hält ewig und die Pfosten sind hoch genug, um Elche abzuhalten. Sind die von der Scheune? Zaunpfosten. Die sind mehr als 3 Meter hoch. Wir können sie in die Erde setzen und die Höhe reicht immer noch. Das wird genau, was wir wollen. Wir sparen hier gerade ein paar hundert Dollar. Für den neuen Zaun top. Muss der Folientunnel weichen. An der Stange ziehen, dann hast du's. Mit einer Kette kann ich's vielleicht rausziehen. Tyler, I could see the importance. Ich sehe, dass Tyler unbedingt zu Hause sein muss. Er hat echt Ahnung und ist extrem fleißig. Direkt drüber. Setz die Beine ein. There you go. Als nächstes brauche ich eine plane Fläche für das Gewächshaus. Ich sehe zu, dass mein Dad das für mich übernimmt. Du bist hübscher denn je. Ich brauche eine schön gerade Fläche. Wenn Misty Glück hat, kriegt sie den Bart und die Augenbrauen. Alles vererbt. Und? Ich find's toll. Schön groß. Von einem Satteldach rutscht der Schnee runter. Mistys 3x6 Meter Gewächshaus soll wintertauglich sein und die Pflanzen der Hartleys vom Samen bis zur Ernte schützen. Der Zaun ist wichtig, aber man braucht auch ein Gewächshaus, damit hier länger was wächst. In Alaska ist der Sommer so kurz, dass man sich gerne Zusatzwoche verschafft. Ich freue mich so und bin euch echt dankbar. Schau mal, der Hund. Am nächsten Morgen wendet sich Marty erstmal dem Feuchtigkeitsproblem zu. Zufrieden und dicklich. Mein armer Hund. Oh no. 40 acres and the one place that dog wants to live. 16 Hektar und er liegt hier, weil der Boden kühl und feucht ist. Die Feuchtigkeit kommt hier nämlich direkt vom Dach runter. Als Blockhausbauer habe ich schon viele verrottete Stämme gesehen. Der unterste Stamm sollte trocken liegen. Dann kommt Luft dran und die Hütte steht noch in 100 Jahren. Ich hole den Bagger und wir legen einen Graben an, der alles Wasser auffängt. Von den Regenfällen und vom schmelzenden Schnee. Das wird aber ziemlich heftig. Bist du trotzdem bereit? Ja, bin ich. Ich will, dass die Hütte für immer hier steht. Forever. All right.
Um die untersten Rundstämme zu retten, will Marty ein vom Haus wegführendes Gefälle anlegen. Nur damit fließt das Wasser vom Dach nicht mehr unter die Hütte. Nicht vergessen, da liegt das Rohr, das vom Boiler ins Haus führt. Ich heb daneben einen Graben aus und wir senken es ab. Okay. Wir haben letzten Herbst eine Art Boiler für die Warmwasseraufbereitung installiert. Das Rohr von dem Ding zum Haus verläuft hier. Wenn wir dieses Rohr jetzt beschädigen, steht hier alles voller Wasser. Nervenaufreibend. Mir macht das Angst. Der große Bagger gleich neben der Hütte, die Tom gebaut hat. Sie ist unersetzlich für mich. Da kommt Wasser! Wasser stoppt? Jetzt. Wir hatten es fast. Ist da Strom drauf? Ja, da laufen zwei Leitungen durch. Wir müssen das ausschalten. Ja, ich habe das angeschlossen. Ich mach das. Bloß nicht sterben. Dieser Schaden ist meine Schuld. Ich mache Fehler, und das war ein Riesenfehler. So vorsichtig war ich noch nie. Und trotzdem. Ja, verzeihst du mir? Klar. Schon mal darauf geschlafen? Hab ich. Ich auch. Das Problem ist, dass ich gerade die Wasserleitung zerfetzt habe, weil sie nur 60 cm tief im Boden liegt. Wenn wir da nicht was tun, friert die im Winter ein. Diese Isomatten schützen Menschen während einer Denali-Besteigung bei minus 40 Grad Celsius. Also schützen sie auch eine Leitung. Fertig. Geschafft. Mit dem Bagger habe ich den Stamm freigelegt. Jetzt kriegt er Luft. Und der Boden hat jetzt dieses leichte Gefälle vom Haus weg. Den meisten Leuten würde das reichen. Mir nicht. Ich habe da hinten was gesehen, das wir hier nutzen werden. Wenn du nicht erfinderisch bist, wirst du nie eine Siedlerin. Planst du was mit dem hier? Nein, das ist von der Scheune, die im Winter eingestürzt ist. Ich habe eine Idee.